herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind die Kardinalzahlen. Die Kardinalzahlen nennt man noch Grundzahlen. Im Deutschen, das sind 1, 2, 3, 4 und so weiter, 20, 30, 40. Die Schwierigkeit liegt daran, dass man die komplizierte, ein bisschen komplizierte Zahlen im Deutschen auf eine besondere Art und Weise ausspricht und schreibt. Also die Grundzahlwörter kann man als eine Ziffer oder ein Wort schreiben. Bis zu Million schreibt man das alles zusammen. Ich gebe dir sofort ein Beispiel. Versuchen wir zuerst, diese Zahl zu sagen. Auf Englisch, da würde sein 26. Aber im Deutschen ist umgekehrt, von rechts nach links, 26. Oder diese Zahl, versuch selbst mal. Also zuerst sagst du einfache Zahl, 9 und 50. Aber was passiert, wenn wir diese Zahl sagen möchten? Dann sagen wir zuerst bis zu dem Punkt 200 und dann 30.000 Bewohner, Einwohner oder Kilometer. Versuchen wir das zu schreiben. Also die große Zahl schreibt man normalerweise nicht wegen der Lesbarkeit, aber diese Zahl kann man auch schreiben. Beachten nur an als ein Wort. Schreiben wir dann 6 und 20 oder 9 und 50. Achte noch was. Wenn du sagen möchtest, wann du geboren bist, also du wirst nicht sagen, ich bin geboren am 1995, sondern ich bin am 1995 geboren. Also das ist diese Veränderung, wenn man das Jahr ausspricht, sagen wir 1995. Aber natürlich, also das jetzige Jahr ist 2022. Das kann man nicht, das verteilt man nicht. Hoffentlich war das ganz hilfreich für dich. Mehr über dieses Thema wirst du in der Beschreibung verlinkt finden. Bis zum nächsten Mal.